Ich glaube, da sollen wir eigentlich sowieso hin. There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce. But anyone can see she's taking his death hard. Das ist doch die Mutter von Joan? Warte, was? There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce. But anyone can see she's taking his death hard. Das ist die Mutti. Dead hard, hat er gesagt. DVD-Anspielung. Kathy, Sam, you actually came. Sieht so alt aus. It's been too long, Kathy. Has it? Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Your daughter thinks Nick's crash doesn't make sense. She's a little girl who lost her father. She's confused right now. Don't you go encouraging her, or worse, putting those thoughts in her head. I frankly thought you knew better. Do you think she has a point? I think you should stay away from her. Festpinnen, einfach dranhalten, hält. Sorry, I lost touch. Rest up, big guy. Er fällt direkt mit der Tür ins Haus. Ja, ich dachte, komm, sprechen wir es jetzt mal aus. Tara ist echt creepy, ja, wie die erst geguckt hat. Also bei Tara muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Sie scheint sehr gut informiert, aber ich glaube, sie ist auch eine Drahtstante. Und dem Polizisten traue ich auch nicht so ganz. Ich glaube, er ist eigentlich ein guter Typ, aber ich meine, warum sollte es das Spiel geben? Warte, ihr seht mich nicht. Warum sollte es das Spiel geben, wenn es wirklich einfach nur ein Unfall war? So, also da muss ja was dahinter stecken. Und Tara scheint sich ja informiert zu haben und Walter auch. Es war ja wohl wirklich nur ein Unfall, aber das kann ja dann halt nicht sein. Und ja, die Polizei müsste ja eigentlich mehr wissen. Nick. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. Geht doch, das Foto. Schlimmeres. He was more her best friend than a dad. I wonder who took that picture. Happier times. Warum sind Nick und Anna so dicke? Verbahn? We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Bug was so small back then. Ich möchte gern hier unten, Nick und Walter. Aber das kann ich irgendwie nicht auswählen. Ist ja doof. Look at us. Okay. Oh, da war was. Da war was. Jetzt. Those two were a great team. Walter guckt ein bisschen verschroben. Vielleicht ist Nick den Berglern auch auf die Füße getreten. Bei denen ist ein Fass übergelaufen. Ich weiß halt auch nicht, vielleicht hat ja Sam auch irgendwas damit zu tun. Vielleicht hat Sam mir auch Scheiße erzählt oder... Nur weil Sam durch Recherche dazu geführt hat, dass die Mine geschlossen wird, muss er doch nicht fliehen. Also, ich glaube, das ist irgendwas, irgendwie ist da noch mehr passiert. Weshalb sich Nick halt auch noch so Vorwürfe macht. Sam. Gott, ich komme ganz durcheinander mit den ganzen Leuten. Samuel. Guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood.
Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Okay, I'll bite. Tell me, Dennis, who did you have a standing bet with? Myself. So I guess I also won. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. Yeah, like you'd care. Not too much. But suit yourself if you want to be like that. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Okay, das ist Anna. Oder Nick hat sie ja verteidigt und hat dafür was abbekommen. Gucken. Was ist Dennis eigentlich für ein Vogel? Dennis ist der IT-Typ bei der Zeitung, für die ich mal gearbeitet habe. Ich erinnere mich an ihn als einen verbitterten und fiesen Kerl. Ein Einzelgänger, der nicht viel Freude in Bestwood hat. Viel Freunde in Bestwood hat. Das bin ich zwar auch, aber das macht uns nicht zu verwandten Seelen. Kathy Waldron. Kathy und Nick haben jung geheiratet und sich schnell scheiden lassen. Obwohl ich der Patenonkel ihrer Tochter bin, bin ich nicht sicher, ob sie mich je gemocht hat. Oder vielleicht hat sie das die Dinge nur schlimmer gemacht. Kathy hat mir nie verziehen, dass ich aus Jones Leben verschwunden bin. Nimm mal ein Leichenschmausteil. Will ich ja. Wo denn? Denn? Dennis. Bitter and jaded. He's even worse than the last time we spoke. Tara hatten wir schon. Hier waren wir auch schon. Oder heißt nimm mal Leichenschmausteil einfach... Red mit allen, oder?
Es gehörte eins der Hannah used to play it almost every night. She stopped after her father's accident. Der Vater hatte auch einen Unfall. Annas Gitarre. Jetzt haben wir wieder so ein Erinnerungsstück freigeschalten. Weißt du noch, wie Anna versucht hat, Gitarre spielen zu lernen? Wie sie früh aufstand, um vor der Arbeit noch zu üben? So bist du immer aufgewacht. Du hast ihr zugehört, wie sie Akkordfolgen gezupft hat, bevor du ihr Kaffee gebracht hast. Damals war sie glücklich, selbst wenn ihre Gitarre schon damals ihre eigene Geschichte voller Traurigkeit und Verlust hatte. Du hast Annas Mutter nie kennengelernt und sie sprach kaum von ihr. Aber in den wenigen Momenten, in denen sie es tat, sprach sie immer davon, wie sehr sie sie liebte. Wie sehr sie es liebte, Musik im Haus zu haben. Ich kann heute nicht mehr lesen. Ihre Mutter hatte immer alte Folksongs auf ihrer Gitarre gespielt, die sie gemeinsam sangen, während sie an den langen Nachmittagen ihrer Kindheit mit überkreuzten Beinen auf dem Boden hockten. Anna verlor ihre Mutter, als sie noch ein Teenager war. Aber selbst in den darauffolgenden Jahren der Trauer, der Konflikte und der Flucht hielt sie an der Gitarre ihrer Mutter fest, auch wenn sie nie gelernt hatte, darauf zu spielen. Stattdessen verließ sie Basswood, ging aufs College und kam als Journalistin zurück, die Geschichten über ihre Heimatstadt schrieb. Erinnerst du dich noch an den Artikel, den sie über den alten Musikladen am Gooseneck Hill geschrieben hat? Walter teilte ihr diese Aufgabe zu, weil niemand anders sie haben wollte. Ihr Artikel rettete den Laden nicht vor dem Bankrott, aber der Besitzer kam persönlich vorbei, um sich zu bedanken. Er gab ihr als Dankeschön kostenlos Unterricht. So lernte sie zu spielen. Cool. Hat nicht jemand gesagt, du sollst an der Bar was trinken? Ich glaube, ich kann hier nichts trinken. Ich red mal mit Anna. Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. Anna? Sam! I've missed you. Why did it take so long for you to darken my doorstep? I won't lie. It really hurt coming back. I stopped by Lookout Point on the way here. Sam, why'd you do that to yourself? A desire to open old wounds? The old timers gave me hell when I came in too. People around here have short tempers. And long memories. But most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or two, five, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. I wish everyone else understood that. People are scared, mad. You were easy to blame. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. It started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. Ja, die Frage, du warst mit Nick zusammen? Das frage ich jetzt nicht, weil das hat sie ja quasi gerade gesagt. Yeah, yeah. That's, You two must be so hard. Are you okay?
You knew about us, right? He said he was gonna tell you. Yeah, I knew, but knowing and, knowing are different. Yeah, I guess they are. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Wurde Nick ermordet? Das kann ich jetzt auch nicht fragen, so direkt. It's hard for me to really just wrap my head around it. Nick being gone. Smart. Don't rock the boat when the person in the boat just lost a loved one. It's big. I can't get my head around it either. His stuff is all over my house, but he's just missing. Things without an owner. Most of it I'll probably give to Joan and Kathy, the throwaway. I don't even know. Sam, I'm tired, and if I'm gonna drink and cry, I wanna do it alone. I played that stupid, stupid song like I told myself I would. He said, or he used to say, it made him ache. I did it, and I'm going home. We need to catch up, though. Let's meet for coffee tomorrow and talk. Really talk. 9:30? Yeah, maybe. I'll be at the cafe across from the paper, Christina's. It was honestly nice seeing you. Samuel, come, have a round with me. I need a drink or two, or three, and then I'll go. Ich glaube ihr tatsächlich, dass sie sich gefreut hat, Sam zu sehen. Und jetzt wissen wir auch, warum es Bilder gibt von Anna mit Nick. Dann hat's eigentlich, hat man es auch ahnen können. Anna und Nick, was für ein Klischee. In dem Moment, in dem ich Basswood verlasse, kommen mein bester Freund und meine Ex zusammen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, aber auf eine seltsame Weise ist das auch etwas, was wir gemeinsam haben. Anna ist die Einzige, die weiß, wie es sich anfühlt, Nick verloren zu haben. Bei ihr haben wir schon 2 von 3 Erinnerungsstücken. Anna wiederzusehen hatte mich völlig durcheinander gebracht, so sehr, dass ich sie nicht einmal nach den Umständen von Nicks Tod gefragt habe. Danach hatte ich allerdings das Gefühl, dass es so besser wäre. Ja, weil die Frage, wurde Nick ermordet? Es ist jetzt nicht gerade sensibel. Also, ich würde ja gern mal hinter die Bar gehen und mir diese Flaschensammlung angucken, aber irgendwie kann ich die Tränkekarte. Wie es scheint, weitet Ethan sein Geschäft aus. Flaschensammlung, Spirituosen aus dem ganzen Land. Ethan hat schon immer gern angegeben. You'd think a kid at a bar would stand out more. Kommen wir hinter die Bar? It does look tempting. Okay, na dann. Walter can be overwhelming at times, but he means well. Dann stoß mal an auf Nick. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel, join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Ah, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Das Bier sieht ein bisschen aus wie Milchshake.
sat right there with a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna? Well, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. Trinken. He got married young and had a kid. Then broke up and dated my ex. And they were happy. In love. Anna clearly cared about him a lot. Oh, my boy. You can't compare lives. Just like you can't compare pain. They just simply are. The friend of man, the friend of truth. The friend of age and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed. Few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Well, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Everyone liked him. I think even Dennis liked him somewhat. He always had a lot of friends. A few who couldn't make it sent flowers. How's the family taking it? Joan and Kathy seem shaken. Kathy has a lot to deal with, now more than ever. But who can prepare for losing a parent? Not a soul. Not a single soul.